prägnante Hornmeister-Green Horn bereits in der Kinderstube einzusetzen, in der sogenannten grünen Jugend. In der Parlamentsphase wird es selten als Angriffswaffe benutzt. Hier wird der politische Gegner eher durch Dipfleschisserei, Dogmatismus und Bürgerbeteiligung in die Ecke gedrängt. Letzteres ein besonders perfides Instrument, um der Bevölkerung den eigenen Willen aufzudrücken. Das Greenhorn ernährt sich selbstverständlich ausschließlich vegetarisch. Ja, jetzt kommt das Direktmandat. Stark ist rein der Landkreisbank, die Wähler wollen's wissen. Sie wählen das Direktmandat, denn unsere Kandidaten kennen sie hochgrad. Die Schlacht ist geschlagen, sich wieder vertragen, der Wahlkampf ist Gottlob vorbei.